Jedes Unternehmen werden wir Datenanalysten vermutlich in der Zukunft noch verstärkt einstellen, KI-Experten, Programmierer, wir werden Produktmanager, also all das, was eigentlich jedes Unternehmen heutzutage verstärkt braucht, werden wir genauso brauchen und einstellen. Ich finde auch bei diesem ganzen Thema KI sollten wir ein bisschen so einen Schritt zur Seite machen oder versuchen uns mal ein bisschen auch zu beruhigen. Es ist ja eigentlich ein Tool, das wir gerade in unserem Beruf einsetzen können, um uns zu befreien, das zu tun, worauf es eigentlich wirklich ankommt, nämlich als menschlicher Zeuge irgendwo zu sein, um Dinge zu sehen und wiederzugeben und zu beobachten. Also ich nutze es mittlerweile ganz, ganz oft, wenn ich Interviews führe, also früher transkribieren, du weißt es, das war ja eine Strafarbeit, die du hattest, vorspulen, Man zurückspulen. wollte aus dem Fenster springen, Oh. oder? Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Alle Folgen und weitere Informationen unter oz-online.de, ga-online.de oder borkumer-zeitung.de. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Und wer uns zuschaut, sieht schon, dass wir in einem sehr professionellen Ambiente sind. Und mir gegenüber sitzt Astrid Meier. Astrid Meier ist für mich deshalb wichtig, weil ich eigentlich ihr Kunde bin. Du bist stellvertretende Chefredakteurin der Deutschen Presseagentur. Jetzt müsste man den Leuten ja einmal erklären, was die Deutsche Presseagentur ist. Es gibt immer Leute, die kommen zu mir und sagen, das ist das staatliche Nachrichtenorgan der Bundesregierung. Oh mein Gott, erst einmal, glaube ich, bist du erstmal der wichtige Mensch hier bei uns, weil du bist unser Kunde und natürlich sind die Kunden immer bei uns im Mittelpunkt und wir sind alles andere als eine staatliche Nachrichtenagentur. Die Deutsche Presseagentur gibt es seit 75 Jahren. Wir feiern in diesem Jahr Jubiläum, genauso wie das Grundgesetz und wir sind unabhängig. Wir gehören Gesellschaftern. Das sind alles Medienhäuser, so wie ihr, Sie haben aber auch auch, einen kleinen Teil, es wird ja, glaube ich, nach genau. Auflage berechnet. Genau, es sind aber auch Öffentlich-Rechtliche dabei, das sind privatwirtschaftlich organisierte und das sind unsere Gesellschafter und unsere Eigentümer. Und wir sind niemandem verpflichtet, irgendetwas zu berichten. Wir sind völlig unabhängig und darauf sind wir auch tatsächlich sehr stolz und erachten das auch als eines unserer größten Werte, unabhängig zu sein und unabhängig auch zu bleiben. Ich habe meine journalistische Karriere beim Hellwiger Anzeiger in Unna gestartet, ein klassisches Lokalzeitungsblatt. Liebe Grüße nach Unna. Wie wird man Chefredakteurin, man muss es ja sagen, Deutschlands wichtigster Nachrichtenagentur? Oh mein Gott, Das Sätze. war das das Ziel, was du wolltest unbedingt, also als du in den Journalismus gegangen bist? Irgendwann sitze ich in Berlin, begrüße den Kanzler, die Minister. Ja, das ist eine sehr, sehr große, allumfassende Frage und tatsächlich nein. Also es gibt ja sehr viele Menschen in unserem Beruf, die schon als Kind davon geträumt haben, Journalist oder Journalistin zu werden, die die Schülerzeitung gegründet haben und so weiter und so fort. Das war bei mir alles überhaupt nicht der Fall. Also ich war immer sehr freigeistig, immer sehr interessiert auch an Literatur und an Geschichte, an fremden Kulturen. Ich habe Regionalwissenschaften China studiert in Köln und wusste aber nie so recht, was ich später mal werden will, wenn ich groß bin. Ich dachte so, die Welt steht mir eigentlich offen, ich kann alles machen, aber ich wollte mich nicht fokussieren und habe dann während eines Studienaufenthaltes in Peking, das war 1999, ein Praktikum gemacht bei der Zeit damals, beziehungsweise bei Reuters Television war das erste. Und das hat mich dann so angefixt, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist doch eigentlich genau das, was du machen willst. Denn ich konnte damals sehr gut Chinesisch und hatte so ein Projekt, an das ich gearbeitet habe. Da ging es um dicke Kinder in China. Das war damals ein neues Phänomen. Das Thema könnte man, glaube ich, heute auch gar nicht mehr so angehen. Aber es gab es früher natürlich nicht in China. Das Land war geprägt von Hunger und von Armut. Und plötzlich gab es diese ganzen Einzelkinder, die verwöhnt wurden und immer dicker wurden. Und darüber wollte ich einen Dokumentarfilm drehen. Und wie gesagt, weil mein Chinesisch so gut war, meinte die Büroleiterin, Mensch, dann mach doch irgendwie einen Dokumentarfilm. Und habe einen Produzenten an die Seite gestellt bekommen. Und wir haben einen kurzen Dokumentarfilm gemacht. Also so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie lang, der war 7 Minuten. Und ich habe das alles organisiert. Ich habe Interviews geführt. Ich habe übersetzt zwischendrin und war wohl, glaube ich, auch eine sehr billige Arbeitskraft. Und danach dachte ich, Mensch, das macht ja richtig Spaß. Ich glaube, da bleibe ich dran. Ein schöner Job, ne? Ja, total. Das ist der Wenn schönste es Job der Welt. Also gestern habe ich noch mit einem Kollegen darüber gesprochen. Das ist eigentlich ein Job, bei dem man eigentlich arbeitet wie ein Selbstständiger oder eine Selbstständige, aber trotzdem ein regelmäßiges Gehalt bekommt. Das ist eigentlich auch sehr schön. Ja. Ist deine Aufgabe jetzt mehr so, als wenn man so ein großes Haus leitet, doch sehr operativ und strategisch? Könntest du jetzt noch Dokumentationen und Geschichten machen? Wird das noch gehen? Ja, also
erstens mal meine Aufgabe ist tatsächlich strategisch. Also ich bin Strategiechefin hier auch für die Redaktion der dpa. Aber ich habe heute beispielsweise auch Dienst als Chefredakteurin vom Dienst und bin dann auch dafür verantwortlich, was passiert oder eben auch nicht passiert, weil wir wollen natürlich auch immer vorne mit dabei sein. Ich bin erst seit dem Oktober bei dpa, also noch relativ frisch und habe bis dahin auch immer geschrieben und recherchiert. Also von daher, ja. Strategisch, es ist ja irre. Als ich anfing, hätte man sich überlegt, dass es mal irgendwann in einer Redaktion einen Menschen für Strategien gibt. Wir hätten aber uns auch nicht träumen lassen, dass genauso wie ihr, wir sitzen in diesem schönen Studio, mal irgendwann, also ich komme aus dem klassischen Printgeschäft, einen Audioexperten haben, in diese Bereiche gehen. Einer deiner Aufgaben ist auch KI jetzt. Also da kannst du doch eigentlich jeden Tag aufstehen und bist schon wieder veraltet mit dem Wissen, was du hast. Oder das ist doch so rasend schnell, ich komme nicht mehr hinterher. Das stimmt. Also wenn ich wollte, könnte ich eigentlich von morgens um 6 bis abends um 23 Uhr Newsletter und alles Mögliche zum Thema KI lesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich glaube, da muss man einfach selektieren und genau wissen, was man eigentlich braucht, was man lesen will, welchen Newslettern oder Quellen oder wem auch immer man auch wirklich vertraut oder die sehr gut sind. Das habe ich getan und von daher glaube ich, man kann es schon managen, aber du hast natürlich recht. Also es gab selten eine Technologie, die sich so schnell entwickelt hat und die auch noch so schnell so viele Nutzen, der auf einmal auf der ganzen Welt hatte. Also wenn wir uns überlegen, wie ChatGPT vor 2 Jahren plötzlich da im November auf den Markt geworfen wurde und plötzlich haben das alle benutzt. Sowas gab es, glaube ich, so schnell in der Vergangenheit fast nie. Findest du das toll, dass es KI gibt? Macht dir das Sorgen? Zweigeteilt oder? Ich glaube, ich habe das nicht zu toll oder schlecht zu finden. Da bin ich ehrlich gesagt auch total neutral. Ich finde auch bei diesem ganzen Thema KI sollten wir ein bisschen so einen Schritt zur Seite machen oder versuchen uns mal ein bisschen auch zu beruhigen. Ich habe das Gefühl, da sind sehr, sehr viele Narrative im Raum, die einfach alle auch echt nicht stimmen. Also für die einen ist das jetzt das Allheilmittel, das jetzt uns alle total effizient machen wird und alle Probleme lösen wird, die wir im Journalismus schon immer hatten. Und das andere Lager, so empfinde ich das zumindest, hat extreme Angst auch davor und Sorge, dass uns das irgendwie auch, dass es die letzte Technologie sein wird, mit der wir Schwierigkeiten haben als Branche so. Und ich glaube, weder das eine noch das andere stimmt. Also wie bei jeder Technologie gibt es viele positive Dinge, die man dann für sich einsetzen kann. Und ja, man muss einfach eine Strategie aber dafür auch haben, weil ohne Strategie wird es am Ende dann tatsächlich schwierig. Ich hoffe, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Du hast gerade mal ein schönes Wort gesagt, beruhigen. Mir kommt es vor, dass vor allem in der Branche, in der wir ja jetzt unterwegs sind, es ein Beruhigen irgendwie gar nicht mehr gibt. Wenn mich so Revue passiere, so die letzten Jahrzehnte, in denen ich im Journalismus bin, irgendwie kam es mir vor, als wenn wir immer im Sprint waren. Auch jetzt, diese Technologie, KI ist da. Das Internet war ja schon spannend und ging schnell. Das geht jetzt noch schneller. Man hat schon wirklich Angst, wenn am Montag irgendwas im Branchen-Newsletter steht, dass man es irgendwie verpasst hat. Oh Gott, müssen wir noch irgendwo ein Tool anflanschen an unsere Systeme? Sind wir zurzeit viel zu nervös im Mediensektor? Gönnen wir uns? Ich kenne keinen, der sich noch Ruhe gönnt. Ich glaube, wir laufen mit einem permanenten Tinnitus durch die Gegend. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst beantworten. Das kann ich ja nicht jetzt in die Stellvertretung für die ganze Branche tun. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Grundsätzlich glaube ich, was ja in diesen Zeiten hilft und was aber auch schon früher geholfen hat. Nur früher war es vielleicht gar nicht so präsent, weil sich eben die Technologien viel, viel langsamer entwickelt haben. Also wenn wir darüber nachdenken, wie viele Jahrzehnte Printzeitungen einfach so existiert haben, da musste sich natürlich niemand Gedanken darüber machen, ob das Geschäftsmodell an sich überhaupt tatsächlich existiert. Oder welche Verbindung es mit dem Inhalt hat, so dass das, diese Fragen musste man sich ja gar nicht stellen. So. Und all diese Fragen beschleunigen sich ja in den letzten 10, 20 Jahren vehement. Und ich glaube auch da nochmal, nach dem Sinne sich zu beruhigen, es hilft halt immer zu wissen, wofür es einen gibt. Ne? Also ich denke, jeder von uns, jede Organisation und auch wir als Medienbranche müssen auch da nochmal einen Schritt zurückgehen und uns wirklich nochmal fragen, so wozu gibt es denn uns überhaupt für die Gesellschaft? Was ist das, was wir an Wert schaffen? Was ist unsere Vision? Was ist unsere Mission? Und ich glaube, das ist in diesen Zeiten viel, viel wichtiger als vor 30, 40 Jahren, wo die ganzen Missionen und Visionen von Medienhäusern ja auch, glaube ich, zum ersten Mal erfunden und niedergeschrieben worden sind, weil das total wichtige Leitplanken sind, an denen man sich auch in extrem volatilen Zeiten orientieren kann. Ich sage nicht, dass es nicht anstrengend ist. Ich sage nicht, dass man nicht irgendwie aus der Puste auch geraten kann. Aber das sind doch Leitplanken, an denen man sich orientieren kann. Ich glaube, das müssen wir als Branche, jeder für sich und
wir auch nochmal durchdeklinieren und auch mal nachfragen in unseren Häusern. So wissen denn eigentlich alle Mitarbeitenden, was unsere Vision und unsere Mission ist? Das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Ist übrigens eine der wichtigsten Fragen in vielen Medienhäusern, in denen ich auch so unterwegs bin. Wir kommunizieren zwar mit anderen Leuten, die interne Kommunikation, das fällt komischerweise Medienhäusern, so kommt es mir vor, sehr, sehr schwer ganz oft. Das ist völlig irre. Du hast gesagt, du bist für die Strategie auch zuständig. Hat Astrid Meier schon eine KI-Strategie für die dpa? Ja. Darfst du die verraten? Genau, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich glaube, die haben ja sogar auch schon mal öffentlich auf verschiedenen sozialen Plattformen geteilt. Die Strategie beruht eigentlich auf drei Stufen. Und die erste Stufe ist, dass wir grundsätzlich unsere ganzen Mitarbeitenden KI-fit machen wollen. Das bringt, glaube ich, nicht viel, wenn wir nur darüber reden, theoretisch. Wir aber eigentlich unsere Mitarbeitenden nicht mitnehmen in diese Welt. Und deswegen haben wir jetzt im Februar angefangen mit einem KI-Schulungsprogramm für alle Mitarbeitenden der dpa. Für die Redakteure und Redakteurinnen ist das sogar verpflichtend gewesen. Das waren 120-minütige Sessions mit Stefan Voss, der, glaube ich, in einem Podcast ja auch schon ein paar Mal erwähnt wurde. Ja. Genau. Liebe Grüße. Das geht immer weiter. Also Stefan Voss hat das mit einem Team in die Hand genommen und hat sich sehr tolle Module überlegt, wo wir wirklich nochmal dargestellt haben, was ist das überhaupt, wo kommt das her, was muss man darüber wissen, was sind die Chancen, was sind die Risiken. Und dann gab es auch sehr praktische Übungen beispielsweise, wie schreibe ich einen Prompt, was heißt es überhaupt, einen Prompt auch zu strukturieren, worüber muss ich da nachdenken. Und das haben wir mehrfach angeboten, auf Deutsch und auf Englisch. Es wurde auch aufgezeichnet und all diejenigen, die nicht live dabei sein konnten, können sich das auch nochmal im Intranet anschauen. Vielleicht müssen wir einmal kurz den Begriff Prompt erklären für die Leute, die jetzt so ein bisschen branchenfremd sind. Das ist quasi den Auftrag, den ich formuliere, im Idealfall ziemlich korrekt, um der künstlichen Intelligenz zu sagen, was sie zu tun hat. Genau. Ist das so richtig? Das Schöne an diesen neuen Tools, an dieser generativen KI, ist ja, dass man mit ihr sprechen kann, dass man ihr Anweisungen geben kann, ohne programmieren zu können. Also man programmiert mit Sprache. Und am besten stellt man sich das so vor, dass man wie bei einem 7-jährigen Kind dieser Maschine, diesem System, was dahinter steht, eigentlich alles erklären muss, was es genau tun soll. Und das können wir, glaube ich, als Journalisten eigentlich per se auch schon ganz gut. Aber das muss man einfach wissen und man muss auch verstehen, welche Fragen die Maschine eigentlich nicht von sich alleine beantwortet, sondern welche Anleitungen man mitgeben soll. Und das haben wir halt sehr schön in solchen Modulen halt auch geübt. Und diese verpflichtenden Schulungen sind für andere Mitarbeitenden der dpa aber auch offen. Also jeder, der Lust hat, kann daran teilnehmen, weil du nach der Strategie gefragt hast. Und das muss auch kurzer Einhaken. Wir nutzen das. Von der Ostfriesen-Zeitung sind zwei Kollegen. Ich glaube, gestern ging das los. Und genau, aus diesem Programm ist dann auch teilweise das Programm, das wir auch unseren Kunden anbieten, der sogenannte KI-Wegweiser entstanden. Das sind genau solche Schulungsangebote, die für Medienkunden ja auch kostenlos sind. Und die bietet Stefan und sein Team jetzt auch unseren Kunden an, was natürlich total toll ist. Und wir erweitern das aber intern. Wir haben jetzt auch ein Programm für sogenannte KI-Lotsen und Lotsinnen gestartet. Das sind dann nochmal aus den Teams, nach Größe so 2 bis 3 Personen, die dann auch Zugang zu Bezahlversionen von OpenAI und anderen Tools bekommen. Im Moment machen wir aber das meiste auch mit OpenAI, also mit ChatGPT. Ja. Sind aber agnostisch, das heißt, wir gucken dann auch immer, welche Anbieter sind gerade vorne und angenommen, jemand anderes hätte jetzt gerade die Nase vorne, sind wir natürlich total offen, dann auch zu tauschen. Also wir sind jetzt nicht an einen Anbieter gebunden. Und diese Lotsen und Lotsinnen, die durchlaufen ein 6-monatiges Programm gerade, wo es noch viel, viel tiefer reingeht in diese ganzen Fragen. Und die Idee ist, dass diese Menschen dann in den Teams Multiplikatoren und Multiplikatorinnen werden. Und wenn ich beispielsweise eine Frage habe oder unsicher bin, dann kann ich mich mit denen unterhalten. Ich mache das Programm im Moment im Übrigen auch mit und wir hatten letztens ein Modul, da ging es um das Thema Interviews vorbereiten mit solchen ChatGPT und so weiter. Und das war total großartig. Also man muss natürlich nochmal, also wir müssen es beruhigen, wenn ich keine Ahnung von dem Thema habe, kann ich mich nicht hinsetzen und irgendwie die KI fragen, was soll ich Robert Habeck fragen. So dann kommen vielleicht auch Sachen, oder wer ist Robert Habeck? Da kommen zum Teil auch Sachen raus, die vielleicht nicht stimmen, so weil die ja zum Teil halluzinieren. Aber wenn ich vom Fach bin und genau weiß, welche Fragen ich da in so eine Maschine reinschreibe und wie ich die formuliere, kann das echt total helfen, gerade auch wenn man so eine Blockade vielleicht mal hat oder man hat Stress oder man ist total müde am Abend. Also ich fand das in diesem KI-Lotsen-Modul total faszinierend und hatte mich dann danach auch damit ein bisschen auf ein Interview mit Salman Rushdie vorbereitet. So. Und nochmal, hätte ich von Rushdie keine Ahnung gehabt, dann hätte ich die Finger davon gelassen. Dadurch, dass ich mich mit ihm beschäftigt habe, schon in der Vergangenheit und auch vieles von ihm gelesen habe, war das trotzdem eine Hilfe, dann nochmal anders an Fragen ranzugehen. Das ist das Lotsen-Programm.
Und dann gibt es noch ein Programm, das nicht ganz so regelmäßig stattfindet, wo wir auch allen einfach Themen aus diesem Lotsenprogramm, aber etwas komprimierter, zur Verfügung stellen, wo wir sagen, Mensch, wenn euch Thema XY interessiert, dann gibt es an dem und dem Tag dazu auch nochmal ein Modul oder eine Schulung. Und für unsere Kolleginnen und Kollegen, die auch zum Teil in der Entwicklungsabteilung arbeiten, also Entwickler sind oder sich als Redakteure dahin bewegt haben, gibt es auch die Möglichkeit, ab und zu mal, wenn sie nicht weiterkommen, sich auch Hilfe von außen zu holen. Also wir machen auch ab und zu mal Workshops mit KI-Experten, die nicht bei DPA arbeiten, ja, weil wir gemerkt haben, okay, die letzten 10-20% der Prompt-Kette haben wir jetzt irgendwie auch nicht mehr so richtig hinbekommen. Dann tun wir das. Und das ist so die erste Stufe, also nochmal zurück, welche Strategie wir haben. Also erstmal müssen wir als Organisation überhaupt die Mitarbeitenden mitnehmen und KI-ready machen. Und die zweite Stufe, die darauf fußt, ist dann, dass wir die Organisation an sich KI-ready machen müssen und wollen. Das heißt, dass dann KI-Anwendungen implementiert werden, dass wir das auch strukturiert machen, dass wir schauen, wo gibt es denn Anwendungsfälle, die für uns interessant sind als Nachrichtenagentur. Wir produzieren ja jeden Tag wahnsinnig viel Content, sowohl Text als Bild, Video. Kann man das durch KI effizienter gestalten? Das sind im Moment aber so Use Cases, die, glaube ich, viele Redaktionen gerade ausprobieren, wie beispielsweise schlag mir Überschriften vor, schlag mir einen Teaser vor. Worauf wir im Moment einen größeren Fokus gelegt haben, sind Übersetzungen. Also kann man beispielsweise Texte aus dem englischen Dienst, wo wir eine Kooperation haben mit der Associated Press, kann man die auch so dergestalt in der Übersetzung mit Promptketten automatisieren, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, da wirklich eine Hilfe bekommen. Also es gibt natürlich auch andere Tools wie DeepL. Da sind die Übersetzungen zwar okay, aber man muss schon noch sehr viel Hand anlegen. Kann man das vielleicht, indem man eben dieser KI genaue Anweisungen gibt, wie sie das übersetzen soll, wie sie das strukturieren soll, kriegen wir das vielleicht noch besser hin, und daran arbeiten wir beispielsweise gerade sehr konkret. Und wenn uns das gelingt, also wenn wir es hinbekommen, dass wir dann auch als Organisation an ganz vielen Stellen KI sinnvoll und produktiv nutzen können, dann glauben wir sehr stark daran, dass wir dann auch selber KI-Experten und Expertinnen sind, um neue Geschäftsmodelle damit auch für uns und für euch als unsere Kunden zu generieren. So, das ist die Strategie. Was mir aber ganz wichtig ist, das wollte ich unbedingt noch sagen, ist, dass wir im Moment im Experimentierstadium sind. Es gibt keine Inhalte oder mit KI gestützten Inhalten, die wir derzeit an Kunden rausgeben. Also das ist noch nicht der Fall. Und bei uns ist auch, wir waren auch eine der ersten Organisationen, die sich KI-Regeln offiziell auch gegeben haben und die kommuniziert haben. Und bei uns wird auch immer ein Mensch am Anfang und ein Mensch am Ende stehen. Also es wird natürlich auch als Nachrichtenagentur bei uns nie der Fall sein, dass die KI, was auch immer, ein Bild, ein Text oder ein Audio von sich aus generiert und wir das automatisch an alle unsere Kunden verschicken. Im Gegenteil, das wäre der absolute Albtraum für uns. Ich bin gerade super stolz auf die kleine Ostfriesen-Zeitung, weil vielleicht nicht ganz so tief drin, aber genau das ist die Strategie. Also wir haben auch unsere KI-Regeln schon ziemlich früh, da habe ich gar nicht mitgearbeitet. Ich bin seit November bei der Ostfriesen-Zeitung. Vorher gab es die schon, also wir haben uns schon Regeln gegeben. Wir haben schon Texte veröffentlicht, KI-Texte. Das waren Zusammenfassungen, das hat ganz gut geklappt. Da kann man ja auch mal so ein Insight für die anderen Kolleginnen geben, wenn es um Chronologien geht. Zurzeit ist es halt noch ein Aufwand, weil wir nicht einen Link reinsetzen können. Also wir haben uns so ein kleines KI-Tool gebaut, sondern wir werfen die Texte rein und bitten dann die KI, uns da eine Chronologie der wichtigsten Ereignisse zu machen. Jetzt bin ich vollkommen bei dir. Du musst Menschen am Anfang und am Ende drüber schauen lassen, sonst funktioniert das nicht. Ich hatte mal ein Gespräch oder einen Artikel von mir auch in unser Korrekturprogramm geworfen, was wir da am Anfang gebaut hatten. Und es fing dann an, in so Kurt-Tucholsky-Zitaten rumzuwirbeln, weil so beisammen, das ist ein Wort, das wollte er nicht haben. Und du hast es ja so schön gesagt, du musst halt sehr genau sagen, was die KI machen soll. Wir haben dann auch einen Text veröffentlicht und bei uns steht dann natürlich drunter, ist in Zusammenarbeit mit KI. Das ist uns zumindest bei, ja, wir hatten 4 Reaktionen, die allerdings nicht positiv waren. Die sagten so, jetzt ne, per se Journalismus, Lokaljournalismus, ihr geht ja schon nicht mehr in unsere Ratssitzung rein und jetzt lasst ihr euch auch noch die Texte von der KI schreiben. Also wir mussten schon moderieren. Das, jetzt kann man sagen, gut, wir haben mehr als 4 Leserinnen und Leser. Aber das ist ja immer so ein kleiner Seismograf. Einer, der sowieso nicht so auf unserer Seite ist, macht das doch ganz öffentlich und sagt, guck mal,
jetzt muss die Ostfriesen-Zeitung schon auf KI machen, weil sie es selbst nicht hinbekommen. Und auch da merken wir, man muss viel diskutieren, die Leute viel abholen, mit ihnen sprechen, was für Vorteile das auch hat. Also ich nutze es mittlerweile ganz, ganz oft, wenn ich Interviews führe, also früher transkribieren, du weißt es, das war ja eine Strafarbeit, die du hattest, vorspulen, zurückspulen. Ich wollte aus dem Fenster springen. Oh, und wenn du dann wusstest, das Gespräch war jetzt schon 45 Minuten, ja, weißt du eigentlich, da kannst du ja quasi 5 Stunden rausmachen, um das allein hinzuschreiben. Das macht die KI, muss man ja wirklich sagen, schon richtig gut. Wir werfen die dann quasi einmal in das Tool rein und dann kann man sogar ihr sagen, hat sie noch ein paar Schwächen, mach mir daraus eine Geschichte mit den 4 wichtigsten Aussagen zum, wo habe ich das denn gemacht? Den Umweltminister Meyer in der Sächsischen hatte ich. Mhm. Dann hat er das erste Mal vergessen, den Wolf, dann fand ich es aber schon spannend, dass er auch was über den Wolf gesagt hat. Dann musste man den Prompt wieder genau schreiben und dann funktioniert das eigentlich. Also da ist es durchaus eine Erleichterung und es hat nichts damit zu tun, dass wir unsere Arbeit abgeben. Nee, also im Gegenteil, ich finde, wie du schon sagst, es erleichtert einen die Arbeit, die einem wahrscheinlich auch nicht am meisten Spaß gemacht hat, nämlich das Abtippen von irgendwelchen Bändern, die man früher aufgenommen hatte, und befreit eigentlich dann die Dinge zu tun, die den Journalismus ausmachen, nämlich zu recherchieren, mit Leuten zu sprechen, empathisch zu sein, zuzuhören, zu beobachten. Das wird ja auf absehbare Zeit eine KI nicht tun und das ist auch gut so. Ich finde, wie du schon sehr gut beschrieben hast, das ist ja eigentlich ein Tool, das wir gerade in unserem Beruf einsetzen können, um uns zu befreien, das zu tun, worauf es eigentlich wirklich ankommt, nämlich als menschlicher Zeuge irgendwo zu sein und Dinge zu sehen und wiederzugeben und zu beobachten. Jetzt, du hattest gerade auch mal über Stefan Voss gesprochen. Ich habe damals mit ihm auch den Kurs gemacht, so wie man Fake News erkennen kann. Wo ich wirklich zurzeit absolut auf der Bremse stehe, ist, sobald es um visuelle Sachen geht, Bilder. Weil ich immer denke, das ist der ureigenste Anspruch, den du hast, ein Bild abzugeben, weil das der Beweis ist, dass ich vor Ort war, dass ich etwas erlebt habe. Und es wird jetzt zwar oft gesagt, ja, dann mach doch so, geh in den Cartoon-Bereich rein, dann merkt man das ja gleich. Müsst ihr nicht Sorge haben, also bei mir ploppt gerade in der Social Bubble permanent Olaf Scholz auf, der einmal als langhaariger Blonder etwas über seine Frisur erzählt. Ihr werdet doch ungleich viel Aufgaben haben, Bilder zu verifizieren mittlerweile, oder? Lustigerweise haben wir uns genau darüber letztens unterhalten, ob jetzt das Aufkommen der sogenannten Claims, also der Behauptungen, zugenommen hat, seit generative KI sich durchgesetzt hat. Und das wollen wir jetzt auch nochmal tatsächlich wissenschaftlich vielleicht sogar erkunden oder ausforschen lassen. Im Moment sind, glaube ich, diese KI-generierten Bilder auch so ein bisschen ein Schreckgespenst, ist mein Gefühl. Also so die große Aufregung, die damals um den Papst in der Balenciaga-Jacke plötzlich losgetreten ist. Ja, klar, aber das hat man vorher auch schon irgendwie manipulieren können. Und der gesunde Menschenverstand sagt einem ja recht schnell, ob das plausibel ist oder nicht. Und deswegen haben wir auch in der Fotoredaktion uns auch eine Art Anweisung formuliert, worauf müssen Kolleginnen und Kollegen jetzt verstärkt achten. Und eine der Inhalte ist natürlich Plausibilität, also kann es denn überhaupt sein? Und wir sind auch davon überzeugt, und das stammt auch von Stefan Voss, dass es ein Katz-und-Maus-Spiel bleiben wird. Also man kann natürlich auch KI-Tools, gibt es ja auch schon am Markt, einführen, die dann überprüfen, ob das jetzt KI generiert ist oder nicht. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, ist es ein Katzen-Maus-Spiel und bleibt dann trotzdem die menschliche Logik oder die menschliche Rationalität dem Ganzen überlegen. Und es muss dann trotzdem der Mensch entscheiden, ob das jetzt plausibel ist oder nicht. Ich hatte vor kurzem mit Freunden gesprochen, das fand ich ganz spannend. Da ging es auch um dieses Thema. Und dann haben wir gesagt, wenn die KI jetzt schon so weit wäre und irgendwann hätten wir mitbekommen, dass ein Mob das Kapitol stürmt. Hätten wir so in den ersten Minuten wahrscheinlich gesagt, und Nachrichten ist ja eigentlich eine Schnelle, da hat jemand ziemlich gut gepromptet, hat ziemlich gut Arbeit reingesteckt. Das hätten wir ja nie für bare Münze genommen. Kann es jetzt passieren, dass Nachrichten, die vermeintlich stimmen können, viel später eine Öffentlichkeit oder einen grünen Haken bekommen, weil wir völlig skeptisch geworden sind, was da draußen so passiert? Das kann passieren, ja, aber das ist auch gut so. Also unsere Dinge. Ja, das ist eigentlich recht. Aber die Leute wollen es ja nicht mehr. Das ist jetzt diese Schnelligkeit. Wenn ich Vorträge halte, ich habe ein so ein Bild. Mein Vortrag ist immer der Tod von Helmut Kohl dabei. Ich nagel mich jetzt bitte nicht da draußen auf die Uhrzeit fest. Ich meine, 17.07 Uhr kam von der dpa die Vorausmeldung. Das Bild berichtet, Helmut Kohl sei gestorben, aber man warte noch auf die Bestätigung. Und
Die Bestätigung hat eine halbe Stunde gedauert. In dieser halben Stunde hatten aber schon einige Medien darüber berichtet, die klassischen Boulevardmedien auch. Und ich war damals in der Redaktion und wir wurden schon innerhalb der ersten 5 Minuten übelst beschimpft. So nach dem Motto, linksversiffte Presse, da stirbt einer der wichtigsten Staatsmänner und ihr teilt es uns nicht mit. Und wir haben dann versucht zu moderieren, zu sagen, wir warten auf die Bestätigung von der dpa, das haben wir uns als Hausleitlinien gesetzt, dass wir warten, bis die Meldung bestätigt ist. Sie ist nicht bestätigt. Mhm. Und das war eine längste halbe Stunde, um auf eine bestätigte Nachricht zu warten. Wir mussten nur aufs Knöpfchen drücken. Aber für die Leute war es, das musst du jetzt haben. Und meine Zeitung, mein Medium, bringt das nicht. Also warum muss ich jetzt da und da drauf klicken, um zu erfahren, dass Helmut Kohl tot ist? Den Nachruf hat er in der Schublade gehabt. Mhm. Und das ist so meine Sorge. Ne? In der Zeit, in der wir ja immer schneller versuchen, Nachrichten rauszuhauen, spreche jetzt durch. Ich glaube, das ist ein gutes System, dass es Lokalzeitungen gibt, die da entschleunigt reingehen. Auch die Deutsche Presseagentur sich diese Zeit nimmt. Aber man merkt ja, man ist in so einem Rad drin, was einfach nur schnell, Falschmeldungen gehen ja so schnell viral. Die kannst du ja gar nicht mehr zurückholen. Genau, also zu der Kohlzeit, da war ich noch nicht bei der DPR, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ihr habt alles richtig gemacht. Also ja, ich wollte gerade sagen, also unsere Devise ist eben be first, but be first right. Ne? Also wir haben ja auch eine besondere Verantwortung als Journalisten sowieso, finde ich. Und vielleicht ist das ja auch etwas, worüber wir auch noch mal stärker reflektieren sollten gemeinsam. Also was ist denn unsere Verantwortung? Natürlich ist die auch Schnelligkeit zu informieren. Aber es ist tatsächlich, finde ich, auch die Verantwortung eben dieser Aufregung, wenn es geht, auch rauszuholen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, Leute aufzuhetzen und zu polarisieren, sondern unsere Aufgabe ist ja, wenn wir unseren Job gut machen, eine Grundlage zu schaffen, einer gemeinsamen Realität, über die Menschen dann auch einen zivilisierten Diskurs haben können. Und da ist vielleicht Schnelligkeit nicht immer das richtige Mittel. Nochmal, natürlich ist für eine Nachrichtenagentur total essentiell, dass wir schnell sind und nicht als Letzte etwas berichten. Aber das nehmen wir wirklich sehr, sehr ernst mit dem Be First, but first be right. Und gerade mit dem Thema KI und Schnelligkeit wird das, glaube ich, für uns in Zukunft noch mal wichtiger werden. Und mir persönlich, klar, Bilder sind natürlich immer viel mächtiger als Worte. Und da wird sehr sicher eine Welle auf uns zukommen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht so richtig einstufen können. Mir macht auch Sorge das Thema synthetische Stimmen, also geklonte Stimmen. Wir haben das ja jetzt auch schon in den USA gesehen, wo plötzlich Leute zu Hause angerufen werden, so funktioniert ja der Wahlkampf in den USA und Joe Biden erzählt ihnen, sie sollen nicht wählen gehen, weil das nicht sicher ist oder was auch immer so. Ne? Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt für Phänomene erleben werden vor der Wahl im November in den USA. Das kann auch nicht schön werden und auch da finde ich, ist die Rolle von Journalismus tatsächlich erstmal zu überprüfen, bevor wir dann nochmal Feuer ins Öl gießen und die Menschen noch stärker polarisieren. Das ist nicht die Aufgabe von Journalismus und das ist, glaube ich, eine Güterabwägung. Jetzt seid ihr eine große Agentur, ihr seid oft Krisenherden unterwegs. Ihr kennt es, dass Journalisten in Gefahr sind. Ich finde, das geht gerade auch so einen Weg runter. Ich glaube, in vielen meiner Podcasts auch schon immer an eine Kollegin von mir erinnert, die bei einem Lokaltermin angegriffen wurde, also man ist ihr in den Rücken gesprungen, man hat sie verletzt. Ich betone das deshalb immer so gerne, weil wir haben da natürlich eine Geschichte rausgemacht, haben gesagt, da ist was passiert und die Reaktionen draußen im Umfeld waren null. Also weder ein Politiker noch irgendjemand, den wir über unsere Medien erreichen, hat darauf in irgendeiner Weise reagiert. Ist das, ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen sollte, weil ich kannte es nicht. Und jetzt hört man es ja immer öfter, sind jetzt nicht nur Wahlkampfhelfer, Politiker, die es erwischt, sondern auch unsere Lokaljournalisten. Wie schützt ihr eure Kolleginnen und Kollegen? Ich weiß, Sven Gößmann sagte mir, im Gazastreifen, ihr seid ja noch viel dichter dran. Müssen wir überall sein, wo es gefährlich ist? Oder muss man irgendwann sagen, Leute, das ist so diese Frage, die Journalismus ja immer rumtreibt. Das ist eine der essentiellsten Fragen überhaupt im Journalismus. Also die Frage gab es ja schon immer. Also denken wir an Kappa oder so. Ne? Also ja. Sind die besten Bilder überhaupt im Journalismus entstanden, aber am Ende dann auch tragisch ausgegangen.
Wir nehmen natürlich Sicherheit für unsere Mitarbeitenden sehr, sehr, sehr ernst und wichtig und haben jetzt auch unsere Leute, soweit es ging, aus Gaza rausgenommen. Und das war jetzt natürlich nicht einfach und mit sehr vielen Gesprächen im Hintergrund verbunden und wirklich ein sehr, sehr langer Prozess, wo wir oder Sven tatsächlich auch wirklich auch im Hintergrund sehr aktiv war. Das ist natürlich immer eine Abwägung, aber am Ende des Tages sind wir dafür verantwortlich, dass die Menschen unversehrt da rauskommen. Jetzt bist du in der Chefredaktion der Deutschen Presseagentur. Wenn ich so mein Tagewerk angucke, ist so Ostfriesland das Gebiet, um das ich mich zu kümmern habe. Du kannst doch nicht als einzelner Mensch, auch wenn ihr eine etwas größere Chefredaktion seid, wirklich auf jedem Fleckchen Erde sein. Wie sieht so ein Tag aus? Kriegst du so ein Morning Briefing, dass man sagt, also liebe Astrid Meyer, das sind heute die Themen, das könnte passieren. Und dann kommt ja noch bei uns schon das Tagesgeschäft, was uns permanent umwirft. Und wenn man jetzt die Welt als im Blickpunkt haben muss, eigentlich dürfte dein Handy doch nicht aufhören zu brummen mit dem Hinweis, da ist was passiert, da gibt es noch was Neues. Genau. Also mein Morning Briefing ist DPA News. Ja, meins auch eigentlich. Ja, da steht ja schon alles Wichtige drauf. Und es kommt ja auch immer darauf an, welche Rolle man an dem Tag hat, also in der Chefredaktion. Landesdienst Niedersachsen ist für mich noch wichtig. Okay, ja, eben. Wir wechseln uns ja ab in der Chefredaktion, wer sogenannte Dienste macht, also Chefredakteur oder Chefredakteurin vom Dienst. Und in der Zeit ist man natürlich bis abends mit dabei und liest alles auch mit, was Kolleginnen und Kollegen bei Slack sich kommunizieren, wo wir dran sind, was gibt es da für Fragen, wo brennt es, wo kann man unterstützen, wer wird dann noch hinzugezogen, wer wird wieder abgezogen und so weiter und so fort. Das ist natürlich so ein Modus, wo man nicht mehr so viel zur Ruhe kommt und auch nicht mehr so viel im Kopf hat für andere Sachen, je nachdem, was an dem Tag auch los ist. Ne? Also wenn es ruhig ist, dann geht das irgendwie besser. Und dann gibt es aber Wochen, in denen man eben keinen Dienst hat und sich mit anderen Dingen beschäftigt nochmal. Und ich bin auch nicht operativ tatsächlich tätig, also selten. Mhm. Und deswegen habe ich dann an solchen Tagen und in solchen Phasen dann eher Zeit, mich um die Themen zu kümmern, die dann bei mir auf der Agenda sind und die Gespräche zu führen, Meetings zu machen, strategische Papiere zu schreiben, was auch immer, einen Podcast mit dir aufzuzeichnen. Wir sind auch artig in der Zeit, wir sind bei der halben Stunde. Was mich noch interessieren würde, ist, wenn du jetzt sagst, KI wird wichtig für uns, das ist für euch, ihr habt das auf drei Säulen aufgebaut, gibt es schon Jobs in der Zukunft, die ihr sucht, die mit KI zu tun? Also ich mach's mal ganz blöd. Glaubst du, dass ihr irgendwann eine Stellenausschreibung seht? DPA sucht den Promptschreiber zum Thema Umweltstrategien in Brasilien? Also ich mach's jetzt mal ganz, ganz blöde. Oder mehr Analysten als Schreiber? Wie wird sich das Berufsbild verändern? Das ist der Blick in die Glaskugel, also wenn man sich die ganzen Statistiken anschaut, ich glaube, Jobs haben sich jetzt im letzten Jahr schneller verändert von ihren Profilen, wie in den letzten 25 Jahren sich Jobs nicht verändert haben. Also ich kann es dir nicht sagen, was in 10 Jahren sein wird. Aber natürlich verändert sich nicht unbedingt das Profil eines Journalisten, das schon. Also jeder muss natürlich multimedial arbeiten können. Ich hatte deinen Podcast zuletzt gehört, da hattest du mit eurem mobilen Reporter gesprochen. Ja, genau, also mit Klaus Hock. Das ist natürlich für uns genauso wichtig. Also wir berichten nicht nur in Bild, sondern genauso in Text, sondern in Bild, Tönen, Video. Das muss man alles können, wenn man bei DPA anfängt und arbeiten will. Künftig nur beim Thema Prompt Engineer, also ich glaube nicht, dass es einen Prompt Engineer geben wird, der dann nur die Prompts schreibt für das Thema, was du gerade genannt hast. Das macht ja keinen Sinn. Aber natürlich kann es durchaus sein, dass wir Menschen brauchen, die Prompt Engineers sind im Sinne von, sie sind in der Lage, die ganzen Systeme gegeneinander abzugleichen. Sie sind in der Lage, mit der Redaktion zusammen an den Prompts zu arbeiten, im Sinne von, sie machen eine ganze Prompt-Bibliothek, sie machen Prompt-Ketten, sie analysieren die Performance, klappt das nicht gut, sie arbeiten mit den Datenanalysten zusammen, sie sind mit unseren Softwareentwicklern vernetzt und machen Strategien, wie wir das jetzt anders aufbauen werden. Davon bin ich überzeugt, dass das kommen wird. Wie jedes Unternehmen werden wir Datenanalysten vermutlich in der Zukunft noch verstärkt einstellen, KI-Experten, Programmierer, wir werden Produktmanager, also all das, was eigentlich jedes Unternehmen heutzutage verstärkt braucht, werden wir genauso brauchen und einstellen. Das heißt aber nicht, dass jetzt jeder Journalist plötzlich zum Prompt-Engineer, zum Produktmanager oder zum Schweizer Messer werden möchte. Auch da nochmal würde ich dafür plädieren, dass wir uns alle mal beruhigen. Es geht ja darum, einfach
uns zu professionalisieren als Unternehmen. Also welche Profile brauchen wir insgesamt als Unternehmen? Und davon nochmal getrennt uns anzuschauen, welche journalistischen Kompetenzen brauchen wir in Zukunft. Also Und ich. die verändern sich ja, wenn wir ehrlich sind, so stark ja nicht. Also es geht ja nach wie vor darum, dass man grundsätzlich neugierig ist, hartnäckig dranbleibt, dass man gerne Menschen befragt. Diese Grundtugenden und Werte aus dem Journalismus, die bleiben ja, egal was sich drumherum verändert. Ja, das ist eigentlich das idealste Schlusswort. Ich bin da vollkommen bei dir. Ich glaube, wenn uns die KI, ich habe da auch keine Angst vor, wenn ich schaffe, dass ich mehr Leute draußen habe, weil das ist etwas, was ich zumindest für meine Lokalzeitung entdeckt habe. Die Leute sind dankbar, wenn die einen Reporter sehen, wenn sich einer um deren Belange kümmert. Das ist jetzt nicht die große Weltpolitik vielleicht, die wir da in Ostfriesland spielen, aber es sind ganz viele, viele Themen, die ich auch gerne lese, weil ich natürlich ein Heimatgefühl damit verbinde. Wenn ich es aber schaffe, dass die KI mir dabei hilft, dass mein Text besser wahrgenommen wird. Das ist ja, ich möchte natürlich gelesen werden. Jeder Autor möchte gelesen werden und möchte wahrgenommen werden. Wenn mir die KI dabei hilft, und das waren so die Erfahrungen, die ich gemacht habe, du hast es vorhin mit dem Interview gesagt. Ja, ich hatte mich auch vorbereitet auf Interviews und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, schick mir mal 10 Fragen und die rassel ich runter. Du kriegst aber gute Gedanken Ja, manchmal. Also total. oft ist es ja doch so, dass du alleine bist oder jetzt nicht so ein Team hast. Du kannst nicht mal 50 Leute zusammentrauen und sagen, gib immer Input. Da ist die KI schon, ich fand das richtig gut. Also es waren richtig gute Gedankengänge dabei. Auch mal einfach so ein Prompt zu sagen, nimm mal bitte die Gegenseite ein von einem Thema, was du eigentlich, und da kriegst du tolle Ideen. Also da sollte man wirklich keine Angst haben, mit denen zu plaudern. Ich kriege es öfter mit, dass Wissenschaftler sagen, ich habe mit der mal diskutiert. Soweit bin ich noch nicht, dass ich da sagen würde, so Abend füllen, ich nehme ein Glas Rotwein und stelle dem PC auch eine zusätzliche Festplatte oder RAMs zur Verfügung und sage dann, Quatsch mal. Aber da ist es doch eigentlich ganz, ganz offen. Bist du sowieso eine technikoffene Person? Ja, also ich bin, glaube ich, grundsätzlich einfach neugierig immer auf alles, was sich verändert und neu ist so. Ich probiere das gerne erstmal aus und sehe da grundsätzlich weniger die Gefahren als die Chancen, die sich ergeben so. Und ich möchte da auch verstehen, was das ist und wie das ist und wie ich damit umgehen kann. Und im Übrigen gibt es ja auch schon KIs, die sich angeblich schon verliebt haben. Ich weiß nicht, ob du diesen einen Podcast kennst Nein, sag von bitte. der New York Times, The Hard Fork. Da sprechen auch so zwei, also der Tech-Journalist der New York Times mit einem anderen Tech-Journalisten regelmäßig zusammen. Und der eine hat irgendwie die ganze Zeit mit, ich weiß gar nicht mehr, welches Chatbot das war, aber rumkommuniziert. Und der hat ihm dann irgendwann gesagt, dass er oder sie in ihn verliebt ist und er soll doch seine Frau verlassen. Nein, ist nicht wahr. Oh, sehr guter Tipp. Und da kommen wir ja schon in Bereiche, wo es dann tatsächlich gefährlich ist. Also kommen wir noch, machen wir ein neues Feld auf, aber Boah, es ist tropisch. nichtsdestotrotz, es gibt ja tatsächlich jetzt inzwischen sehr viele Menschen, die auch vereinsamt sind und die tatsächlich diese Chatbots, glaube ich, auch zunehmend als Freunde oder Freundinnen betrachten. Und da gibt es inzwischen auch sehr viele Anwendungen, auch im Bereich mentale Gesundheit, aber auch tatsächlich so, dass ich jeden Tag meine Sorgen und was auch immer der KI weitergebe. Und ich glaube, da sollten wir vielleicht dann doch ein bisschen vorsichtiger sein und nicht vergessen, dass am Ende des Tages menschliche Nähe doch sehr, sehr schön und auch sehr wichtig ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Letzte Frage an Astrid Meyer, stellvertretende Chefredakteurin der Deutschen Presseagentur. Gibt es eine Zeit, an der du dich digital detoxst? Also ist das Ding mal aus oder ist es immer an dein Smartphone? Nö, also ich mache das bewusst auch abends aus. Also wenn ich jetzt nicht Dienst habe oder so, mache ich das aus. Das ist gar kein Thema für mich. Und im Urlaub kann es auch vorkommen, dass ich dann längere Phasen habe, wo ich dann natürlich das Handy mir nicht anschaue oder auch nur Fotos mache und andere Funktionen ausstelle. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, wenn jetzt eine riesige Weltlage wäre, dann würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Aber ich habe kein Problem damit, ein Buch zu lesen oder auch tatsächlich mal bewusst 2 Stunden am Meer ins Wasser zu blicken. Das finde ich sehr schön. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Danke, dass ich bei dir sein durfte. Alle Folgen kriegt ihr auf allen Kanälen, die es da so gibt. Für die Statistik, wir hatten zweimal Kaffee und zweimal Wasser. Das war das Glas und die Tasse mit Glas. Vielen Dank, Ja, liebe vielen Astrid. Dank, dass ich bei dir Gast sein durfte. Ein Glas mit Lars. Oder besser mit mir, Lars Reckermann, dem Chefredakteur der OZ, BZ und des GA. Locker schnacken, nicht lange schneiden. Ganz viel Ostfriesland.